Meine Lieben, hier ist euer Drachner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis und dem Aztekenreich. Und es wird interessant. Oh, wie lange brauchen wir eigentlich hier zum Annektieren? Das dauert ja mal richtig lang. Halleluja. Aber gut, werden wir natürlich trotzdem tun. So, Kolonie ist fertig. Wir haben jetzt hier Havanna sollten wir übrigens uns direkt holen. Da ist die Überlegung gar nicht groß, wo wir anfangen. Da ist die... Eigentlich musste ich jetzt momentan die Eingeborenen noch nicht mal niederschlachten. Doch möchte ich schon, weil ich ja meine Truppen trainiere. Eingeborenen weg. Hier sind sie auch weg, ja. So, Belize. Sind wir durch mit dem Konvertieren oder was? Tatsache. Alles durch. Geil. Ja, und hier. Ach, das ist Portugal hier. Caraibas. Anspruch gegeben. Zack. Wir könnten uns jetzt komplett Caraibas wahrscheinlich schon holen. Haben kein Diplomat. Wir haben 9000 Truppen. Wie schaut es denn aber flottentechnisch aus? Also wahrscheinlich auch keine Chance, aber man muss es ja auch nicht dem Zufall überlassen. 7 Transportschiffe. Ja, würde ich sagen. Würde ich sagen, könnte man eigentlich direkt machen. Hier bin ich halt wieder am Überlegen, ob wir nicht direkt die Punkte investieren und uns schon wieder hochkaufen. Aber eigentlich müssten wir halt gerade diplomatisch und administrativ erstmal richtig aufholen. Das ist gerade so eher das Problem. Das ist gerade eher das Problem. Bin ich halt wirklich gerade am Überlegen, was man macht. Wenn wir hätten noch die ein oder andere Provinz, wo wir uns hochkaufen könnten. Wenn natürlich ein bisschen weiter reingehen, ist schon klar, aber ist schon teuer. Ist schon teuer. Und ich möchte auf jeden Fall jetzt mal noch den einen Punkt in die Admin Tech mitgehen. Dann können wir nämlich jetzt hier in die Defensive, würde ich sagen. Oder in die Qualität diesmal. Ich glaube, wir gehen in die Qualität. Wegen den Schiffen. Gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns einfach mal Caraibas. Willst du mich verarschen? Wir können aber trotzdem Krieg erklären.
Können wir trotzdem. Es fehlt nur ein General. Aber das ist nicht das Problem. So. Wir holen uns Karaivas. Du fährst mal hier rüber. Oh, das dauert natürlich jetzt alles ein bisschen. Können wir hier wahrscheinlich auch nicht hinmarschieren, oder? Hinten ist die Hauptstadt Trinidad. Ja, dann bräuchten wir vielleicht noch ein paar Transportschiffe, aber eigentlich, wie schaut denn das allgemein aus? Großschiffe. Also, schön, dass ich am meisten Großschiffe habe. Aber 82 Schiffe. Spanien. Und von England haben wir noch halt noch gar keine Informationen. Ne? Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Dann fahren wir dich mal hier rüber. Eigentlich kann man auch gleich hier direkt Massenbelagerung machen. Spielt eigentlich auch keine Rolle. Was und dich? Elmar einfach. Ach, ich lass mal einfach hier hinten stehen. Ist egal. Mit denen arbeiten wir gar nicht großartig. Mit denen arbeiten wir gar nicht. Die Kolonialreichweite, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Können wir nämlich auch wieder erkunden. Auch so ein Grund, warum ich dann eigentlich direkt direkt Karaivas will. Wenn wir das gekort haben, haben wir auch wieder mehr Kolonialreichweite, weil wir halt von der Stadt nicht mehr von hier hinten anfangen müssen rumzufahren, sondern wir können halt direkt von hier vorne anfangen rumzufahren. Könnten wir notfalls auch mal irgendwo hinsetzen, aber erstmal zack. Dann 21, dich fahren wir jetzt mal nach Humana. Haben wir ein paar Schiffe gefunden. Erhält 1000. Handelseffizient 15%. Ja, dann nehmen wir lieber gleich die 1000 Dukaten und bauen nochmal direkt. Was erobert? Wir haben auch nur zwei Schiffe. Oh. Kann ich das noch abbrechen? Die 12.000 Mann wollen wir nämlich gerade nicht. Wäre gar nicht so gut jetzt hier gerade. Kann ich die da nicht hinladen? Doch, geht. Aber das. Warum mache ich das? Ganz einfach. Wir transportieren jetzt alle Mann mal kurz. Ach, das ist meine Kunde. Mal kurz hier rüber.
mal kurz hier rüber und dann haben wir später kürzere Transportwege. Also dann stehen ja alle Soldaten hier und die müssen quasi nur, also nur so. Geht halt wesentlich schneller, als wenn ich auch noch mit meinen Schiffen die ganze Zeit rumfahren muss. Ja, und das werden wir jetzt tun. Einfach so sagen, bring alles darüber. Falls sich die 12.000 Truppen bewegt hätten, wir halt nicht noch großartig mit Schiffen rumfahren müssen. Ja, ja, Karaibas, das merke ich schon, dass du Frieden willst, aber ich will alles von dir, deswegen dauert der Frieden noch etwas. Dann habe ich halt zudem gleich Krieg gegen Karaibas gemacht, weil je länger wir warten, ich meine, umso mehr hätten wir uns natürlich erobern können auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Problem, dass Karaibas natürlich immer stärker wird. Und Karaibas ist wahrscheinlich, also in meinen Augen, fast schon die stärkste Kolonialnation, die es überhaupt gibt. Die kommen militärisch und geldtechnisch auf brutale Werte. Auch eine schöne Nation zum selber spielen übrigens. Ja, erkunden. Mag nicht. Ein Buggy. So, die Soldaten tun wir mal darüber. Hier hätten wir. Ja, dann brauchen wir erst unsere Schiffe. Egal, lassen wir mal ganz kurz den Auftrag hier ausführen. England möchte Mexiko haben. Ja, das denke ich mir. Jeder möchte Mexiko haben. Deswegen werde ich auch durchaus in den Fokus geraten. So, wie schaut es denn hier aus? 26% Kette Spionage-Netzwerk brauchen wir gerade nicht mehr. Du marschierst jetzt mal darüber. Ne, ich kann wahrscheinlich noch nicht alles nehmen von dir. Deswegen. Was? Portugal und Spanien? Wir warten mal auf jeden Fall noch auf ein Jahr. Wir warten mal noch. Wir holen uns mal hier noch ein paar Schiffe. Aber ich glaube, das Jahr warten ist gerade Quatsch, was ich mache. Weil eine Schiffe erobert. Ich habe ja noch gar keine aggressive Expansion gegenüber Spanien. Kann auch quasi nicht mehr sinken.
Dann werde ich das jetzt so machen. Lasse ich, weil das sollte ja eigentlich dann wieder eine eigene Kolonialnation irgendwann rauskommen oder wieder Karaibas, wahrscheinlich alles an Karaibas gehen. Kann ich mir also auch irgendwann anders holen. Kann ich mir auch irgendwann an. Oh, ich könnte christlich werden. Das wollen wir aber gar nicht. Doch zum Islam konvertieren. Aber das wollen wir ja gar nicht. Definitiv nicht. Moralarmee, 10%. Nö, nö, nö. So, du erstmal irgendwohin zurück. Karaibas, Karaibas. Oh, hier ist alles Karaibas jetzt hat. Okay. Von Wettung können wir noch nix. Aber ich würde sagen, hat sich doch schon mal gelohnt für uns. Hat sich definitiv schon mal gelohnt. Großbritannien. Jetzt ist es keine. Oder war das vorher schon keine Kolonie? Nee, jetzt sehen wir Großbritannien. Definitiv. 72 Schiffe. Also da muss ich noch ein bisschen aufholen. Armeen. Okay, armeetechnisch kann ich definitiv mithalten. Die Frage ist eher stärkere Armee einmal. Aber ich habe den Vorteil, dass die hier zu mir kommen müssen. Deswegen habe ich ja auch die Schiffe theoretisch noch. Gefällt mir also bisher ganz gut die Ausgangssituation. Mal Nordatlantik, so langsam Richtung Europa quasi gehen. Weil rein theoretisch können wir auch schon Ansprüche auf Portugal fingieren. Rein theoretisch mit Portugal uns bekriegen. Ja mal Portugal. Also wenn das natürlich passiert, dass die zu dritt gegen mich in den Krieg ziehen, dann bin ich im Arsch. Und Portugal ist halt der leichteste Gegner. Also eigentlich würde ich ja... gerne gegen Portugal in den Krieg ziehen. Müsste Frankreich entdecken und ins Bündnis reinbekommen. Das wäre nicht schlecht. Natürlich unglaublich schwer, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. So, du kannst mal wieder trainieren. Ja, mit Europa. Es lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. So weit bin ich nicht mehr entfernt. Wir können eigentlich alle trainieren lassen, weil Aufstände haben wir gerade komischerweise gar nicht. Ah, doch, hier unten. 50% momentan. Ja, die Frage ist. Kommen sie alle zusammen, dann gehe ich natürlich definitiv unter, das ist klar.
Da hätte ich keine Chancen. Das bräuchte man. Ach. Da hinten breitet sich's bei mir auf. Ah ne, doch, bin ich im Portugiesisch. Genau, ja, doch, passt schon. Könnte es natürlich auch hier fördern. Wäre vielleicht auch nicht so schlimm. Wir werden die Berater nehmen. Arabische Nationalisten. Ja, die können jetzt sowohl hier als auch hier kommen. Wir fahren auch schon mal unsere Schiffe irgendwo hier hin. Die können jetzt überall rauskommen. Ist schön. Das ist schön. Nächste Gebiet entdeckt. Okay, ich meine, wir könnten natürlich dann auch irgendwann nach Asien theoretisch rüber, aber nee, wir wollen ja Sunset Invasion schaffen, deswegen wir konzentrieren uns schon ein bisschen auf das. Oh, hallo Portugal, hier sitzt du inzwischen auch. Wir könnten ein goldenes Zeitalter beginnen. Gut zu wissen, ehrlich gesagt. Falls man uns den Krieg erklärt, könnten wir uns hier nochmal quasi 10% holen. Moral. Das ist nicht zu unterschätzen. Atlantik. Hätte gerne alles Richtung Europa. Iguano Maguana. Das kostet hier alles wieder. Das ist so ein bisschen das Hauptproblem hier, unsere Punkte. Hätte mir Karaibas vielleicht als Vasallen nehmen sollen. Aber so, ne, wäre auch doof, weil dann hätten sie sich nicht mehr ausgebreitet. Hätten sie nichts mehr von Portugal bekommen, weil es ja mein Vasall gewesen wäre. Könnten wir natürlich zukünftig immer noch machen. So, Havanna. Ist auch gleich fertig. Jetzt ist nur die Frage, welche Truppen fahre ich denn jetzt rum? Welche Truppen fahren wir rum?
Wie schaut es denn hier mit den Unruhen aus? Ach, gut. Dann fahren wir doch mal schnell. Fahren wir schnell die. Egal. Geht am schnellsten. So, Truppen, wie schaut's aus? Hier noch 5000 Mann, Schiffe passen. So, Guane ist fertig. Guane war, glaube ich, das hier, oder? Guane war das hier, okay. Dann nehmen wir hier den Typi wieder raus. Hier machen wir mal kurz den hier. Und dann könnten wir eigentlich sagen, wir fahren die Truppen auch schon wieder zurück. Ja, Moment. Erst senden wir hier hin. Erst senden wir noch hier hin. Und dann schicken wir zurück. Einmal zurück, bitte. Erkunden Nordatlantikküste. Was ist denn Nordatlantikküste jetzt genau? Das da hier wahrscheinlich. Neufundland. Schade, gegen die haben wir keinen Kolonialismus-Kriegsgrund. Und dann die werden wir halt auch nicht so leicht drankommen. Und die hätten wir uns gut als Vasalle zum Beispiel schaffen können. Okay, hier gehen wir jetzt erst nochmal in die Militärtech rein. Haben wir denn jetzt schon wieder minus 6? Ach, weil ich gerade. Das Event, da habe ich nicht aufgepasst. Bei dem Event gerade, da habe ich nicht aufgepasst. So, Rio Grande. Wir müssen mal kurz gucken. Rio Grande ist. Wir könnten Mexiko. Den können wir jetzt mal abberufen. Und dann Rio Grande ist der hier. Da habe ich nicht besonders viel Einfluss. Wir könnten den mal hier hinschicken. Und hier mal einen hinschicken. Atlantisch, Südamerika, amerikanische Ostküste, Westafrika. Machen wir mal das westafrikanische Meer. Ja, was sagen die Händler? Den hier schickt man wieder weg. Handel über zurückrufen. Dann gehen wir lieber hier hin und übertragen. Kommt mehr raus. Da kommt mehr raus. So, das war jetzt hier unten. Wo ist der Handelshafen? Panama selber. Wir brauchen die Punkte eigentlich gerade.
Schau mal, was hier noch rauskommt. Inflation und Produktionseffizienz. Ah, den kann man nicht hochkaufen. Ah! Komm, 9 Punkte ist auch so nicht schlecht. Reiche Kulturgruppe. Aber Tepic ist ja auch nicht die gleiche Kultur. Ja gut, dann lassen wir es mal so. Ja, das geht mal richtig langsam vorwärts. 44,5. Großbritannien, Frankreich. Oh, hallo Frankreich. Frankreich, wie schaut denn das bei dir aus? Du magst kein Spanien. Oh. Portugal, Spanien. Großbritannien, alles erobert. Wahnsinn. Dänemark. Okay, Dänemark hat anscheinend Norwegen integriert. Voll den Juniorpartner Pfalz. Was ist mit Schweden? Jetzt schauen wir einfach noch mal kurz in die Militärübersicht. Ja, Frankreich. Das wäre die Lösung. Spanien schon wieder. Ah, die hatten Religionskrieg, kann das sein? Dann kommen, hoffentlich kommen sie nicht auf die Idee, dass sie mal zu uns rüberfahren. So Leute, wir sind allerdings auch schon wieder bei 32, 33 Minuten. Deswegen war es das mal wieder für die Folge. Schreibt mir mal Tipps in die Kommentare, was ihr jetzt noch so zu sagen habt. Jetzt komme ich wirklich in den Bereich, wo ich absolut keine Ahnung habe. Jetzt spiele ich wieder nach Gefühl. Ja, gucken wir mal. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Servus.